Hey Freunde, willkommen zu einem weiteren sehr leichten Achievement Guide, heute mit Rava and the Cyclops Curse. Das Spiel kostet 5 Euro im Store und ihr könnt Platin oder 1000 Gamerscore in ungefähr 20-25 Minuten bekommen. Ihr müsst dafür nur 6 Levels beenden, 250 Münzen einsammeln, eine bestimmte Anzahl an Gegnern mit verschiedenen Fähigkeiten töten und dann noch ein paar versteckte Items finden. Wir gehen zuerst mal auf Optionen und dort stellen wir bei Schwierigkeit den Kids-Modus ein, denn der macht uns praktisch unverwundbar. Wir können zwar noch getroffen werden, aber wir verlieren kein Leben. Danach wählt ihr das Tutorial aus, denn das müssen wir für ein weiteres Achievement beenden. So, jetzt seht ihr hier die Spielfigur. Mit Viereck bzw. X könnt ihr schießen und mit der normalen Fähigkeit könnt ihr diese gelben Blöcke kaputt machen. Und mit den Schultertasten könnt ihr zwischen den Fähigkeiten wechseln. Da hätten wir zum einen die Eisfähigkeit, die Gegner oder Hindernisse einfrieren kann, das Feuer-Item, welches nach oben schießt, und die grüne Fähigkeit, die so im Bogen nach unten bzw. nach vorne ballert. Und dann haben wir noch die Fledermaus, mit der kann man unsichtbare Items sichtbar machen, zum Beispiel hier. Und davon müssen wir auch 15 Stück entdecken. Und wenn ihr diese Kugeln kaputt macht, fallen entweder Münzen raus oder Extra-Leben oder Schilde. Und Extra-Leben sind blaue Items. Und davon brauchen wir auch 3 Stück. So, hier haben wir jetzt mit der grünen Fähigkeit die grünen Blöcke kaputt gemacht, mit der normalen die normalen Blöcke und hier oben ist wieder so ein verstecktes Item, was wir einsammeln müssen. Hier benutzen wir jetzt zum ersten Mal die Einfrierfähigkeit, um diese Stachelwesen hier einzufrieren und dann können wir sie locker kaputt machen. Von diesen Münzen müssen wir auch insgesamt 250 einsammeln. Hier links kann man die Wand kaputt machen, da sind auch noch ein paar Münzen. Ich gebe euch auf jeden Fall den Tipp, die ganze Zeit mit der Fledermaus rumzulaufen und immer den Schussknopf zu drücken, weil dann werdet ihr auf jeden Fall diese versteckten Items immer finden. Und jetzt habt ihr gesehen, dass rechts eine Wolke erschienen ist und diese Wolke kann man als Sprungschanze benutzen. Die taucht auch erst auf, wenn man mit der Fledermaus da rumhantiert hat. Und dann kann man eben so hier hoch. Und ein bisschen später im Tutorial kommen dann die ersten Gegner. Hier können wir sogar schon mal grinden. Mit der grünen Fähigkeit müssen wir 35 Gegner töten. Das könnt ihr schon mal hier machen. Somit wäre diese Trophäe auch erledigt. Man muss auch mit der normalen Fähigkeit insgesamt 50 Gegner töten. Und mit der Feuerfähigkeit 15. So, dann hättet ihr auch komplett das ganze Spielprinzip verstanden. Und jetzt müssen wir nur zum Levelende. Dazu müsst ihr dann nur noch hier rechts hoch, dann ein paar Blöcke zerstören, hier diese Dinger einfrieren und dann könnt ihr einfach rüber nach links. Hier ist das Levelende, das ist dieser Kristall und damit wäre das Tutorial beendet, die Trophäe ist da und jetzt geht's ab ins richtige Spiel mit den 6 Levels, die wir schaffen müssen. Die Levels sind alle selbsterklärend, ich werde sie euch im Anschluss alle zeigen. Im ersten Level gibt es jedoch noch eine Spezialtrophäe, die ihr holen müsst. Und zwar, wenn ihr an dieser Stelle seid, dann müsst ihr erstmal diese ganzen gelben Blöcke zerstören. Und natürlich diese Viecher einfrieren und kaputt machen. Und wenn ihr dann hier steht, dann müsst ihr die Fledermaus benutzen. Und dann kommt so ein Stern und den müsst ihr einsammeln, dann gibt's die Trophäe. Oh, shiny! So, und jetzt noch ein kleiner Tipp für Level 3. Da müsst ihr erstmal bis ans Levelende rennen. Dann werdet ihr sehen, dass der Ausgang versperrt ist durch Ranken. Und dann müsst ihr wieder zurück, denn ihr müsst 3 verschiedene Pflanzenwesen töten. Eine ist blau, eine ist rot und eine grün. Und wenn ihr die getötet habt, dann ist der Weg zum Levelende frei zum Kristall und ihr könnt das Level beenden. Außerdem noch ein kleiner Tipp, zerstört alle Kugeln, die ihr seht, weil ihr braucht auch diese Extra-Leben. Das sind blaue Items hier, die seht ihr jetzt gerade. Und das sind extra Leben, die brauchen wir zwar nicht unbedingt, weil wir ja nicht sterben können, aber wir brauchen sie für die Trophy. Und ja, das war's auch schon. Im Anschluss kriegt ihr jetzt, wie gesagt, die ganzen Levels und in der Kapitelfunktion in der Videobeschreibung könnt ihr nochmal von Level zu Level springen. Und dann war's auch das schon mit dem Guide, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, euch hat's gefallen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein und bis bald! You
Yeah.